Hallo, willkommen bei Dream Team VIP. Mein Name ist Geffi und ich begrüße euch zum letzten Teil von, ja, das heißt nicht der letzte Teil von Let's Play Sims, sondern der letzte Teil von, wir erstellen uns einen Sim. Das letzte WG-Mitglied fehlt noch und das ist der Stefan. Wie schon angekündigt, Stefan ist, ja, was machen wir denn aus Stefan? Zombie geht ja nicht, ne? Was machen wir aus Stefan? Ist Stefan ein Djinn oder ein Geist? Was machen wir aus ihm? Was machen wir aus ihm? Wir machen einen Djinn aus ihm. Er kann Wünsche erfüllen. Er ist cool. Sagen wir es mal so. Schauen wir mal, was uns da erwartet, wenn wir das auswählen. Ich hoffe, Coolie Gag. ja, guck mal. Das sieht doch schon, ja, also ich finde, das Outfit alleine passt schon. Ich glaube, wir können es farblich noch ein bisschen verändern, aber es ist auf jeden Fall schon verdammt cool. So, ich will auch gar nicht die Haare, der Turban, geil. Wir gucken mal, dass wir da irgendwie noch einen anderen Turban oder sowas finden. Und der farblich ein bisschen besser aussieht. Wo sind die denn? Bauarbeiterhelm. Nein, glaube ich, sind wir schon. Ah, wir nehmen. Na, der rote ist schon ganz cool. So. Ich habe gesehen, ich habe Stefan schon länger jetzt nicht mehr privat gesehen, aber ich glaube, er hat mittlerweile auch hier so ein Bärtchen da hat wachsen lassen. Das wollen wir natürlich. Hier so ein kleines Bärtchen hat er sich wachsen lassen. Nein. Ah, das will ich natürlich auch hier mit einbringen. Das soll ja realistisch sein. Ich glaube nicht, dass er lilane Haare hat. Das sieht so lila aus. So. Wollen wir mal gucken, dass wir ihm auch noch passende Kleidung an den Mann bringen. Ich meine, wie gesagt, das Outfit ist schon ganz cool. Das würde ich auch gerne lassen. Ah, jetzt weiß ich's, ich habe Quina. extra noch was gedownloadet. Das habe ich vorhin im Hintergrund schon bei Julian angewandt, weil die beiden Herrschaften haben ja Ivo Piercings und wir wollen ja realistisch sein, deswegen haben wir die auch mit eingebracht. So, Stefan kriegt auch eine Brille. Dieselbe wie der Justus jetzt, aber nicht ihn mit roten Punkten. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ich hier die passenden Piercings habe, weil hat ja auch links und rechts welche. Wollen wir mal gucken, dass wir die. Warum geht denn jetzt auf die Hand? Ja, man kann ja nur ein, entweder das eine oder das andere nehmen. Das ist jetzt doof. Oh, ne, hier sind zwei. Aber er hat. Na. Stefan, warum hast du so doofe Piercings? Die gibt's bei Sims nicht. Jetzt kriegst du nur unten welche. Auch wenn du oben noch welche hast, ist mir egal. So. Suchen wir dir mal die passende Abendkleidung raus. Wie geht man denn als So, Genie so. so aus? Ah ja, er hat dieselben Anziehsachen an. Das macht ja nichts. Erstmal die Brille. Ich glaube, bei Stefan machen wir das so, dass wir die Outfits, die Frisur der Outfit-Kategorie anpassen, weil es macht keinen Sinn, dass er ewig mit diesem scheiß Genie-Hut rumrennt. Das würde ich gerne abändern. So, gucken wir mal. So. Dass wir hier, dass er als Ausgehfrisur halt eine normale Frisur hat. Wollen wir mal gucken, dass sich seine aktuelle Frisur hier irgendwo wie. Das hat ja doch lila Haare. Ha! Dass wir seine aktuelle Frisur hier irgendwo widerspiegeln können. Ich glaube nicht, dass so eine schräge Frisur wie Stefan hat hier irgendwo vorhanden ist. Ah, ich gebe mein Bestes, dass wir das finden. Ja, so sah Stefan vorher aus, bevor er seinen Haircut bekommen hat. Aber er hat jetzt eine andere Frisur. Na. Nee, wäre das nur. Ich dachte, das wäre nur auf einer Seite so, aber es ist auf beiden Seiten so.
Schwierig, Stefan, du machst mir das echt nicht leicht, einen Sim von dir zu machen. Er wollte mich hier herausfordern. Das ist schrecklich. Och Mensch, wir brauchen noch eine vernünftige Frisur für Stefan. Ah, Stefan, du kriegst den Afro, das hast du jetzt davon. Das scheiße aus. Das ist wirklich nicht leicht. Also, die Stefan-Frisur, die gibt's hier eigentlich nicht. So die, nee, die ist auch nicht. Was ist denn mit der hier? Ja, nein. Die nicht. Ja, dann behältst du jetzt die. Was hältst du davon, Stefan? Also, wehren kannst du dich sowieso nicht. Behältst jetzt die Frisur. Für Ausgehen, ne? Wir reden hier von der Ausgehfrisur. Die alltägliche Frisur hast du ja sowieso deine Zauberhut auf. So, natürlich, hier auch wieder die Piercings. Hat der Stefan Augenbrauen-Piercing? Hat Stefan Augenbrauen-Piercing? Das muss ich überlegen. Denk nach, Giffy, denk nach, denk nach. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Also, wir können es aber auf jeden Fall später dann noch abändern. Wenn er sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat: Ja, der Augenbrauen-Piercing, wie konntest du das nur vergessen, Giffy? Ich bin so enttäuscht von dir. Kümmern wir uns erstmal um das Ausgeh-Outfit. Ziehen wir ihm hier so ein komisch zugeknüpftes Jackett an. Ist die Schuhe dabei? Stefan kriegt einen Anzug. Aber die Schuhe dabei, das ist einfach nur geil. Ja, Stefan jetzt das edelste Ausgeh-Outfit von allen. Hier nur so ein paar Schüchen dabei. Vernünftige, nicht die Genie-Schuhe. Das ist schon, ja. So, Schlafanzüge. Wuhu. Orgelag. Ja, das war mir so klar, dass jetzt das Outfit wieder auftaucht. So, der Stefan kriegt hier so ein Ganzkörperschlafanzug. mit Hasenpantoffeln. Die dürfen nicht fehlen. Oder Kätzchenpantoffeln. Er kriegt hier die Häschenpantoffeln. Und die Frisur. Ach so, ja, die Piercings. Erstmal wieder die Piercings. Die Piercings, sehr wichtig. Beim Schlafen hat er die Brille ab, die Piercings nicht. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen, was ich da wieder runtergeladen habe. So, hier. Gibt es eigentlich auch dann die passende Schlafmütze? Ja, die Zwergenmütze könnten wir ihm verpassen, ne? Nein! Nein! So, das ist Stefans Schlafanzug. Ich find's klasse. Ich find's mega klasse. Also. So, Sportbekleidung. Hooligan. Ja. Das war mir so klar irgendwie. Und Stefan kriegt ja so ein normales Sportoutfit. So. Ach, das sieht doof aus. Wir stellen das selber zusammen. So. Hier so eine normale Sporthose. Die Genie-Schuhe, die werden wir gleich wieder austauschen gegen andere. Dass er wenigstens so ein bisschen vernünftig rumrennt. Er kann ja nicht überall die Genie Schuhe aber anhaben. Mit den Gummistiefeln hier macht das Ganze doch einen authentischen Eindruck. Nein, er kriegt hier so Schuhe an. Mit Brille natürlich wieder. Komm, zack. Und wir verpassen ihm auch hier jetzt gleich, was mache ich eigentlich? Eine andere Frisur. Weil er muss ja nicht überall den Genie-Hut aufhaben. Ist recht, wenn dann seine Alltagskleidung sich so zeigen muss. Ich will nicht wissen, welchen Job wir ihm später verpassen. Das sieht dann irrational super aus, wenn er da mit seinem Hütchen da auftaucht. So. Auch Stefan bekommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Kukupa! Ah! Mit T-Shirt. Hallo, wer geht mit T-Shirt schwimmen? Macht doch gar keinen Sinn. Oh! So. Mit so einem T-Shirt hier. Das ist ein Scheiß. So. Kriegt dann hier so ein, ja, die Badeshorts kann er ruhig behalten.
Ach, die Frisur. Wir müssen ja die Frisur wieder abändern. Stefan geht ja bestimmt nicht mit seiner Genie-Frisur schwimmen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, welche hatten wir denn da jetzt? Das war die hier, ne? War es die? Ja, die war es. So. Jetzt noch für die Sportbekleidung die Frisur wieder ändern. Ach, warum klicke ich denn immer verkehrt? Orgla! So. Jetzt haben wir es, alles klar. Kommen wir zu Stefans Persönlichkeit. Jetzt wird's auch wieder gut. Ich muss ihn einschätzen. Sowas kann ich ja immer ganz toll bei anderen Leuten. So. Natürlich ist ja schon Standard. Also Computerfreak auf jeden Fall dabei. Also das ist jeder von uns in der WG. Also wir werden wahrscheinlich alle in jedem Zimmer Ramblin' sitzen und George. Boah. Virtuose. Auch Stefan ist musikalisch sehr begabt. Du, Gitarre und so. du, Auch als Genie muss man ja seine musikalischen. Wo ist es? Wo ist es? Chaot! Ich glaube, so unterschiedlich sind die ganzen WG-Charaktere gar nicht. Stefan eine Diva? Nee, Stefan ist keine Diva. Aber er ist faul. Gibt's hier faul? Nee, nur flirtfaul. Faul, 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 faul. Partylöwe, Schnorrer. Gucken wir mal hier, was noch so ist. Stefan ist so ein Draufgänger. Ja, der braucht extrem. Der muss immer Abelut, irgendwas machen. der Suhr. Hier Dreck Kaum. fressen und so. Ja, passt doch. So. Und auch Stefan ist rebellisch, wie Julian. Das Uber Riplo. wird noch zu lustigen Auseinandersetzungen in der Bude kommen. So. Will Stefan Rockstar werden? Ja, Stefan wird Rockstar. So, Stefans Lieblingsessen, weiß ich gar nicht, was das ist. Jetzt, Froschschenkel? Nein. Was, ist denn Stefans Lieblingsessen? Was machen wir ihm denn? Was machen wir ihm denn? Macaroni mit Käse, klingt gut. Und auch er hört Rockabilly, das ist schön. Wir brauchen nie den Radiosender wechseln. Lieblingsfarbe machen wir schwarz, so. Stefans Sternzeichen. Ja. Stefans Sternzeichen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Moment, ich bin sofort wieder für euch da. So, ich habe mich da mal so bisschen informiert und Stefan ist Wassermann. Ja. Jetzt müssen wir das hier finden. Wo ist es? Da. Alles klar. Ja, damit kann es dann losgehen. Stefan zieht mit in die WG ein. Puina. Unser Genie, der hoffentlich uns sämtliche Wünsche der WG erfüllen kann. Ich bin mal gespannt. Julian wünscht sich, dass der Kühlschrank immer voll ist. Ja, lassen wir ihn doch einfach mit ins Haus einziehen. So. Ja, ich lasse das hier mal so im Hintergrund laden und freue mich darauf, wenn ihr demnächst mich wieder begleitet. Wenn wir mal schauen, wie sich die Charaktere so gemeinsam einleben in die Bude. Bis dann!